Was geht ab? Mein Name ist Carsten, wir sind hier beim Splash. Ihr seht den zweiten Teil der Austins-Doku. Das erste Mal seit, glaube ich, 3 Jahren oder sowas, wieder richtig geiles Wetter beim Splash. Wir sind gerade hier im Backstage, da sind die ganzen Stars unten. Hier sind unsere Container, hier chillen wir, bis unsere Show ist. Rockstar ist gerade auf der Bühne, wir spielen als nächstes. Und bis jetzt, wie gesagt, noch nie habe ich beim Splash gespielt, wo es so schönes Wetter war. Also in den letzten Wochen hat sich wieder viel bei den Austins getan. Wir finden langsam den Weg, wie wir Musik machen können zusammen, was ja auch immer schwierig ist, weil wir uns als Solokünstler weiterentwickelt haben, nie genau wussten, wie wir jetzt mit den Austins weitermachen. Das findet sich langsam. Unter anderem dadurch, weil Bartek und Kars ihre Austins Solo-Alben abgegeben haben. Das haben wir irgendwann mal gestartet, dass jeder quasi 10 Tracks eigentlich machen muss, wie er sich eine Austins-Album vorstellt. Was sehr lustig ist, weil jeder halt eine andere Vorstellung hat. Und jetzt haben wir endlich von allen so die Vision, wie ein Austins-Album sein kann. Also ich glaube, dass ich von allen Austins die größten Probleme damit habe, meinen Solo-Kram von dem Austins-Kram zu trennen. Ich versuche das einfach dadurch, dass ich konsequent meinen Solo-Film sozusagen durchziehe mit einer Optik, mit diesem Schwarz-Weiß-Ding. Dass meine Musik auch sehr stringent, würde ich sagen, ist. Es geht sehr konsequent durch, alle meine Releases durch. Und ich hoffe, dass sich das so mit der Zeit einfach einbürgert, dass es da zwei Tour-Persönlichkeiten sozusagen gibt. Einmal im Bandkonstrukt und einmal als Solo-Typ. Von seinem 1000. Weg zurückgekommen.
alles ist verstummt. Er, Kurt Cobain, tötet sich in 1996. Gib seinen Namen YouTube ein und weit. Wir buchstabieren ihn dir. K-I-M-K-W-A-N, G-S-E-O-K. I-M-K-W-A-N, G-S-E-O-K. I-M-K-W-A-N, G-S-E-O-K. Kim Kwang-Seo. Ein Applaus für euch und die Sonne. Wie schön es ist, jetzt bitte. Wir sind auf die Bühne gegangen, es war alles ganz normal und es waren ein paar Leute da. Dann ist die Welt zusammengebrochen kurz. Es hat so stark geregnet wie schon lang nicht mehr. Die Show wurde unterbrochen, Technik, Sound, war alles aus, alles war richtig geil. Aber besten Fans sind da geblieben, sogar noch mehr gekommen und dann ist die Sonne rausgekommen und wir haben die schönste Party gefeiert. Das war wunderbar. Weil jeder würde sagen so, hey, Alter, bist du noch Ben Austin, bist ab, alle sind schick. Ey, ich, auch die ganzen VIP-Leute, die da voll geschickt, alle stehen bleiben. Alle ja. So, hey, die bleiben ja alle da. Alle und das Zelt voll gespannt, erst dann voll gespannt geguckt. So. Ja. Das war echt das Beste. Wow. Ohne Sitz. Und es war ein Regenbogen direkt. Dann hast du gesehen? Ja, ey, riesen fetter Regenbogen. Wow. Was für Augen sind das? Das Beste. Ohne Sitz. So läuft es. Ey, ein Doppelregenbogen. Kein Auftritt jetzt mehr ohne Regen. A double rainbow. A double rainbow on the way across the sky. Yeah, yeah. So intense.